Hey Leute, willkommen zum 31. Teil der Minecraft Forge Modding Tutorial Reihe. Ja, heute erstellen wir endlich mal unser Modell für unsere Entity. Und dazu würde ich sagen, benutzen wir erstmal noch Techni, denn ich habe euch ja vielleicht schon gesagt, dass ich im Moment an einem eigenen 3D-Modeller für Minecraft arbeite. Allerdings ist er noch nicht ganz fertig, deswegen müssen wir uns jetzt erstmal mit Techni begnügen. Und ja. Ihr geht auf diese Seite hier, der Download-Link, also der Link dazu, steht auf jeden Fall nochmal in der Beschreibung. Und dann klickt ihr hier auf Download Techni. Genau. Ich habe das jetzt hier schon auf dem Desktop und ja, die Datei klickt ihr einfach mal doppelt an. Und dann werdet ihr gefragt, ob ihr es installieren wollt. Natürlich. Und dann wird hier Techni heruntergeladen. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so lange dauert. Es hat auch vorhin schon mal so lange gedauert, als ich es ausprobiert habe. Irgendwie mag Techni nicht so richtig heute. Naja, schauen wir mal. Wird schon klappen, denke ich. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich noch keine Ahnung habe, wie meine Entity jetzt aussehen soll. Ich werde einfach mal irgendwas machen. Schauen wir mal, wie es aussieht danach. Ich bin jedenfalls auch schon sehr gespannt und jo. Ist er hier auch gleich fertig? Gut. So, jetzt werdet ihr hier erstmal gefragt, wenn Techni startet, ob Techni Crash Reports senden darf. Da Techni jetzt schon seit 2011 nicht mehr geupdatet wurde, glaube ich nicht, dass es irgendwas bringt, wenn man jetzt noch Crash Reports zu Techni sendet. Es schaut sich eh kein Schwein mehr an. Deswegen klickt ihr einfach auch mal auf Nein hier, weil dann wird nicht unnötig euer Internet verbraucht, wenn dann irgendwelche Crash Reports hochgeladen werden. Crash Reports, schwieriges Wort. Voller Zungenbrecher. Okay. Nein, brauchen wir auch nicht. So. New Model. Das kommt als erstes, wenn man Techni startet. Und man kann hier einen Modellnamen angeben. Der ist es eigentlich noch völlig schnurzpiepegal. Weil es könnt ihr später alles noch ändern. Ich nenne das jetzt mal Alien, weil ich schon weiß, dass meine Entity ziemlich verrückt aussehen wird. Und dann müssen wir jetzt hier noch die Base Class angeben. Die Base Class ist sowas wie die Super Class in Java. Also wenn ich jetzt schreibe zum Beispiel Public Class Test Extends Parent Test oder so, dann wäre Parent Test die Base Class. Als Base Class können wir entweder Model Base auswählen oder Model Byped. Die anderen Sachen eher nicht, weil die anderen Sachen sind schon vorgefertigte Modelle und deswegen nur die ersten beiden Sachen sind relevant. Ich würde aber trotzdem vorschlagen, dass wir Model Base nehmen, denn da können wir alles aufbauen. Und bei Model Byped wäre das dann so, dass wir schon Variablen für Beine, Köpfe, für den Kopf und für die Füße hätten. Und deswegen, ja, Model Base. Schluss. Okay. Dann haben wir hier noch zwei Sachen, die wir angeben können. Einmal die Texturenbreite und die Texturenhöhe. Das kommt natürlich jetzt ganz darauf an, wie groß das Modell dann wird. Das ist jetzt noch nicht so wichtig, weil wir das später noch verändern können. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf Create. So, jetzt erstmal hier zur Bedienung. Techni ist eigentlich relativ einfach zu bedienen. Ihr habt hier so eine, ja, so eine 3D-Welt, so eine kleine. Und wenn ihr jetzt die rechte Maustaste gedrückt haltet und dann die Maus so bewegt, könnt ihr euch hier um das Workspace hier rum bewegen, um die Arbeitsplattform oder wie auch immer man das jetzt hier nennen möchte. Wenn ihr Shift dabei gedrückt haltet, könnt ihr euch ja auf einer Ebene sozusagen bewegen. Ja, es ist eine Ebene. Und jo, könnt ihr so ein bisschen rumfahren. Das ist ganz nützlich, wenn man jetzt etwas größere Modelle hat und jetzt genau hinschauen muss. Oh, was ist da? Ah ja, genau. Dann könnt ihr mit dem Scrollrad natürlich rein und raus zoomen. Eigentlich auch ganz simpel. Und das waren eigentlich auch schon die wichtigsten Bedienelemente in diesem Ding hier. Okay. Ja, jetzt jedes Modell in Minecraft besteht aus sogenannten Boxes. Und diese Boxes, oder sie heißen hier Techni Cubes, können wir jetzt hier hinzufügen, indem wir da drauf gehen. Jo, das sieht dann so aus. Das heißt, wir stellen unser Modell aus solchen Teilen zusammen. Ich meine, das sind ja auch alle Minecraft-Modelle, die sind alle aus solchen Boxen hier zusammengestellt. Was anderes, man könnte zwar auch noch, wenn man jetzt OpenGL-Crack ist, könnte man auch noch Kreise,
Kugeln hinzufügen und so oder irgendwelche Zylinder. Allerdings sieht es dann nicht mehr so nach Minecraft aus. Deswegen bleiben wir doch einfach mal hier bei unseren Boxes. So, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil da hier noch so eine Kugel dran hängt. Was ist denn jetzt die Box? Was ist denn jetzt überhaupt das, was später angezeigt wird? Das, was später angezeigt wird, ist natürlich nur diese Box hier. Also wenn ich jetzt hier wegklicke, dann sieht man auch, das ist nur diese Box. Das blaue Teil hier, das ist die Rotationsachse. Das heißt, das ist der Punkt, an dem diese Box rotiert wird. Die können wir natürlich ändern. Aber davor vielleicht nochmal zu den allgemeinen Sachen. Hier können wir die Dimensions einstellen, also die Größe von dieser Box. 111, das ist das kleinste. Wir können zwar auch 0 machen, also dann haben wir jetzt hier nur noch einen Strich, wenn überhaupt. Was haben wir hier? Ja, hier haben wir zum Beispiel nur so eine Platte. Ist ganz nützlich, wenn man zum Beispiel Schmetterlinge macht mit Flügeln. Dann möchte man nicht so fette Flügel haben, die gleich mal eine Einheit dick sind, sondern da möchte man vielleicht so ganz dünne haben. Okay. Erstmal dazu. Dann kann man natürlich die Position verändern. Normalerweise geht das in 1er Schritten. Aber man kann hier auch doppelt draufklicken. Dann könnt ihr auch irgendwie 0,5 eingeben oder so. Das geht natürlich auch. Wobei, das werden wir jetzt wahrscheinlich eher nicht machen, weil das dann. Uah, Hilfe! Nein, 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 nein. So, 0. Weil das dann ein bisschen kompliziert wird. Okay. Dann können wir jetzt hier noch den Offset einstellen. Das ist eigentlich das, mit dem man diesen Rotationspunkt verschieben kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf der X-Achse hier den Rotationspunkt verschiebe, dann seht ihr, haut mir dieser Cube hier ab. Und wenn ich es jetzt drehe, das kann ich an diesen Teilen hier machen, dann geht es um diese Achse hier rum. Machen wir es am besten mal hier auf dieser Koordinate. Ja, genau, dann seht ihr, es geht um diesen Punkt hier rum. Wenn ich das Offset jetzt hier verkleinere, dann geht es halt so rum. Genau. Eigentlich gar nicht so kompliziert. Das ist jetzt also die Rotationsachse von unserem Modell, von unserer Box hier. Die müssen wir unbedingt beachten, vor allem wenn wir Beine oder Arme erstellen, denn später beim Animieren von diesen Beinen und Armen werden die dann automatisch auf dieser Achse hier rotiert, an dieser Achse rotiert, um diese Achse rotiert, wie auch immer man es sagen möchte. Okay, dann kommen wir noch zum Texture Offset. Eigentlich wollte ich das erst später sagen, aber gut, machen wir es gleich. Es ist vielleicht ein bisschen klein, ich mache mal ein bisschen größer das Ganze hier. Hier oben seht ihr nämlich etwas, was schon die ganze Zeit da ist, aber euch vielleicht noch nichts gesagt hat. Okay, machen wir es noch ein Tick größer. So. Zack. Hier wird jetzt angezeigt, welchen Teil der Textur, also der Texturdatei später diese Box hier einnehmen wird. Hier sind alle 6 Ebenen von dieser Box, die wir dann später beliebig bemalen können, wie wir wollen. Und genau, wenn wir jetzt hier das Texture Offset verändern, können wir die Position von dieser Box auf der Textur verändern. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf die X-Achse ein bisschen rüber gehe, dann seht ihr, verschieben sich hier alle 6 Teile von der Box. Diese zwei schwarzen Teile hier, grauen Teile, die sind nur dazu da, damit man ja ungefähr sieht, was es alles einnimmt hier, aber die werden dann später nicht geladen, also da kommt keine Textur hin. Gut, dann könnt ihr es natürlich auch noch auf der Y-Achse verschieben, wie ihr wollt, könnt ihr es mittig machen oder halt, ja, ganz wie ihr wollt. So, Minus sollte man natürlich nicht machen. Gut. Das waren jetzt erstmal so die grundlegenden Sachen, die Basics. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach an mal mit dem Modell. Jedes anständige Viech hat ein Bein. Das Leg 1 nenne ich es mal. Und ja, benutzen wir diesen Cube einfach dafür. Ganz wichtig, wir müssen schauen, wo Front ist. Also ich klicke hier unten am besten mal auf dieses F. Müsst ihr mal schauen, wo das F ist. Und wenn ihr da drauf klickt, dann schaut ihr auf die Front drauf, also auf die Vorderseite. Denn das ist ganz wichtig, wenn wir jetzt irgendwie hier so unsere Entity erstellen, dann läuft die später ganz komisch, dann läuft die später wie ein Krebs oder also seitwärts, also müsst ihr aufpassen. Okay, jetzt mal zum Modeln. Wir können jetzt hier die Position beliebig verändern. Das ist halt ein bisschen blöd, dass man das hier nur über diesen Spinner hier machen kann. Aber gut, das können wir jetzt nicht ändern, müssen wir uns damit begnügen. Gut. Machen wir es ein bisschen kleiner, ist vielleicht ein bisschen fett für ein Bein. Das ist ein bisschen klein.
Naja, egal. Probieren wir einfach mal ein bisschen was aus. Position. Ah, das ist grauenhaft. Das ist grauenhaft, wenn man das über diese Teile hier bewegen muss. So. Geben wir dem doch mal ein schönes Bein. Ist es jetzt ungefähr. Ja, das passt schon so. Ich mache es natürlich noch ein bisschen höher. Ach. Jetzt habe ich wieder Scheiße gebaut. Sagt man nicht, aber. So, noch ein bisschen höher hier. Das ist unser erstes Bein. So, das können wir jetzt auch kopieren, indem wir hier auf Edit, Copy und Paste gehen. Ich hoffe, es geht noch. Ja, es geht noch. Aber ich mache es anders. Ich mache Edit, Paste with Coordinates. Weil dann habe ich das gleich hier drinnen und muss es nur noch auf die Seite verschieben. Dahin, genau. Sehr symmetrisch. Leg 2. Oder vielleicht sollte ich noch die ganzen, vielleicht sollte ich die Teile noch ein bisschen hinter machen. So, damit die mittig sind. Mach mal so. So ist gut. Okay. Damit hätten wir auch schon unsere beiden Beine. Allerdings seht ihr, ja, die Rotationspunkte, die würden jetzt ja ungefähr schon passen. Allerdings sind die natürlich jetzt noch nicht so perfekt. Deswegen verändern wir die jetzt einfach nochmal, indem wir hier den Offset wieder verändern. Ich glaube, ich muss es so machen. So. Zack. Und noch ein bisschen hier rüber, genau. Ah, jetzt seht ihr, hat sich das Bein schon wieder von der Position her verändert. Das ist natürlich jetzt doof. Das ist immer so eine Sache, wenn man hier den Rotationspunkt verändert. Das ist hier. Also ich stelle den Rotationspunkt jetzt halt so ein, dass man die Beine später an diesem Punkt hier rotieren kann, dass sie so hoch und runter gehen. Also so. Hui. Könnt ihr ja selber ausprobieren hier. Gut. So. Jetzt stelle ich die Beine nochmal gescheit hin. Ist es nicht ganz einfach hier mit den mit diesen Spinnern. Deswegen arbeite ich auch nicht so gerne mit Techni, weil man muss hier halt wirklich schon immer alles in diesen Teilen hier eingeben und es ist irgendwie auf die Dauer nervig. So. Jetzt den noch ein bisschen hinter. Zack, zack, zack. Und dann passt es auch schon. So, jetzt haben wir zwei Beine. Ja, natürlich brauchen wir auch noch einen Körper. Also erstellen wir wieder eine Box. Und die machen wir gleich mal ein bisschen fetter. So, schön breit machen. Mach mal den Bierbauch. So. Gut, das passt jetzt vielleicht noch nicht ganz. Ja, da muss man echt rumprobieren, wie das am besten passt. Bisschen rüber machen. Also, wenn man wirklich ein gescheites Modell machen will, dann braucht man schon sehr, sehr lange. Also, es geht nicht so in 5 Minuten, sondern da braucht man schon ein paar Stündchen. Wie sieht es hier unten aus? Ach Gott, ist der fett. Okay. Noch ein bisschen höher. Nein, 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 nein. Ganz ruhig. So. Noch ein bisschen niedriger. Oder wir sollten vielleicht erstmal schauen, wo wir den Rotationspunkt hin machen. Aber eigentlich. Nee, nee, den brauchen wir gar nicht verändern, weil ich meine, den Körper, den verändert man normalerweise nicht. Also. Der Körper bleibt normalerweise gerade, also brauchen wir da den Rotationspunkt nicht zu verändern. Jetzt schaue ich wieder, wo Front ist am besten, damit ich nicht durcheinander komme. Und zwar hier ist die Front. Okay. Puh, ist das anstrengend. So, ein bisschen rüber. Ah, zu weit. Ach, jetzt ist er zu klein. So, jetzt passt's aber. So, das wäre hier unser Körper. Hilfe, Hilfe, nein, nein, nein. Ja, der fällt ja noch um. So, das ist unser Körper jetzt hier. Und ich gebe dem ganzen Ding jetzt noch einen Kopf. So, ich hoffe, das wird jetzt nicht mehr so kompliziert. Wir verschieben den jetzt ein bisschen nach oben. Mache ich jetzt einen Minikopf oder einen fetten Kopf? Nee, mach mal Minikopf. Oder mach mal ihn so 3x3. So. 3x3. Na gut, 4x4 gehen wir eben schon. Okay, Position. So. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach.
Okay, bevor wir jetzt den genau hinsetzen, müssen wir jetzt schauen, wo unser Rotationspunkt ist. Denn ich glaube nicht, dass der Kopf hier rotiert werden möchte. Wenn wir uns beispielsweise jetzt nach links oder rechts drehen, dann möchten wir natürlich nicht, dass es dann so ausschaut oder so ausschaut. Ne? Also da müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht so ein, dass wir das hier auch gescheit machen. Also, wir gehen hier zum Offset hin und stellen das jetzt am besten so ein, dass diese blaue Kugel unten ist. Oder? Ja. Dann rotiert ihr nämlich hier schön unten dran. Okay. Position. Positione. Sind wir jetzt drin? Ah ja. Sind wir drin. Und noch ein bisschen zurück. So ist jetzt genau in der Mitte. Ja, er ist so ungefähr in der Mitte. Ich glaube, ich muss ihn ein bisschen breiter machen, weil sonst ist er nicht genau in der Mitte. Ah, breiter. Und jetzt noch eins rüber. So, jetzt ist er genau in der Mitte. Ah, noch eins hinter. Mann, 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 ist das anstrengend. Ach, komm. Er will nicht, er will nicht. Jetzt muss ich doch noch eins länger machen. Ja, gut, machen wir halt gleich noch eins. Eins höher. So. Gut, ich würde sagen, das reicht es erstmal. Doch, wenn wir uns jetzt hier diese Textur anschauen, dann sehen wir. Das sieht ja komisch aus. Hier ist alles durcheinander. Und ich meine jetzt auch, dass die Textur vielleicht ein bisschen zu klein ist. Wir sollten sie doch etwas vergrößern. Und deswegen gehen wir hier auf Edit Project, also File Edit Project. Und dann können wir jetzt hier nochmal die Texturen Breite und Höhe einstellen. Und ich nehme jetzt als Höhe einfach mal 64, weil dann haben wir hier eindeutig mehr Platz. Hallo? Habe ich jetzt nicht 64 eingestellt? So. Sag mal, was möchtest du denn? Was hast du denn jetzt? Ach, er möchte jetzt nicht, oder wie? Habe ich das so richtig verstanden? Wieso geht das jetzt nicht? 64! Close. Ach, er möchte jetzt nicht. Bevor ich da weitermache, benenne ich einfach mal hier diese Teile um zu Body. Und dann hier noch zu Head. So. Head. ja. Jetzt keine Ahnung, warum der jetzt nicht, warum der mich jetzt hier im Stich lässt mit der Textur. Wir können das allerdings jetzt versuchen reinzuquetschen. Ich schaue es mir einfach mal an. Die Textur können wir auf jeden Fall nicht verschieben. Die ist zu fett. Aber die hier können wir schon mal verschieben. Am besten hier so auf die Seite. Wir können ja hier in dieses Graue reingehen. Das ist ja gar kein Problem, wenn wir in dieses Graue vom Körper reingehen da. Weil das ja eh nicht benutzt wird. Also nicht im Moment noch nicht für diesen Körper. Aber wir können es jetzt für unseren Kopf benutzen. Also gehen wir am besten mal hier ganz an den Rand. Ich gehe lieber nicht zu weit. So, das sollte reichen. Dann haben wir noch hier ein Bein. Das verschieben wir auch noch ein bisschen. Oh, das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden. Hoho. So, noch ein bisschen runter. Passt es da noch rein? Passt es da noch rein, das andere Bein? Hätte er doch am Anfang eine andere Texturengröße nehmen sollen. Das gibt's ja nicht. Es passt genau rein. Perfekt. Na. Ist ja mal perfekt gegangen. Okay, und jetzt haben wir alle Texturen hier schön verteilt auf diese 64x32er. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum man hier das nicht umstellen kann. Weil normalerweise geht es immer, aber irgendwie jetzt nicht. Falls ihr wisst, warum das jetzt nicht gegangen ist, schreibt es einfach in die Kommentare, damit ich das auch weiß. Ja, ich finde es ein bisschen komisch, weil. Ja, irgendwie. Keine Ahnung. So, das wäre es erstmal hier gewesen für das Modell. Jetzt geht ihr auf File, Export es und jetzt nehmen wir erstmal hier die Texture Map. Weil wir wollen das ja nicht aus so komischen weißen Klötzen bestehen lassen, das Ding, sondern wir möchten dem natürlich auch eine Textur geben. Also gehen wir hier auf Export es Texture Map und benutzen hier einfach, ja, ich speichere es mal auf dem Desktop und dann haben wir hier diese Texture Map. Funktioniert relativ gut, können wir uns auch nochmal anschauen, ob das alles so passt. Hier seht ihr, das ist unser Körper, diese sechs Bausteine hier. Dann das hier ist unser Kopf und das sind die beiden Beine hier. Relativ übersichtlich. Am besten mit GIMP öffnen, weil wir dann ja auch transparente Hintergründe machen können, im Gegensatz zu
im Gegensatz zu Paint. Aber bei Paint geht das ja nicht. So. Ah, GIMP. GIMP, GIMP, GIMP. Manchmal dauert das echt lange. Zu lange. Was lädt denn der da alles? Wahnsinn. Ja gut, jetzt ist es soweit. Ich werde es nicht stundenlang hier mit der Textur rummachen, weil das Tutorial muss ja auch irgendwann ein Ende haben. Deswegen werde ich das jetzt mal schnell ausfüllen. Schön ist auch, dass wir hier, dass hier steht Top, Bottom, Left, Front, Right, Back. Da sehen wir gleich, was vorne ist, was hinten ist, was da und dort ist. Und ja, das ist eigentlich relativ schön. Ja, was machen wir denn? Fangen wir mal an. Eins und wir nehmen mal die Farbe grün. Ich fange jetzt mal mit der Front an. Ach, ich weiß echt nicht, was ich genau zeichnen soll. Ja. Ach, das ist gar nicht so einfach. Ja, machen wir die Beine einfach mal schwarz. So, ein bisschen vergrößern hier. Zwei. So, machen wir die Beine mal schwarz, genau. So wollte ich es auch nicht. Ach, ich hasse GIMP. Ich hasse GIMP einfach. Wenn man da nicht transparente Hintergründe damit machen könnte, dann würde ich es einfach wegschmeißen. So, machen wir jetzt einfach mal schwarz hier. Und die Beine an sich selber. Grün. Mal schauen. Naja, ich werde jetzt die Textur machen und wir sehen uns dann gleich wieder. So, damit wäre ich fertig mit der Textur. Hat ein bisschen gedauert, obwohl es jetzt auch nicht so schön geworden ist. Aber ich denke mal, zu Testzwecken würde es jetzt schon reichen. Jetzt gehe ich auf File, Override, Alien.png. Und dann kann ich auch GIMP wieder schließen und habe hier meine Alien Texture Map Datei. Sieht ganz cool aus eigentlich. Und jetzt ist es tolle, können wir jetzt hier auf Load Texture gehen, Edit Load Texture und dann Alien.png laden. Und dann seht ihr hier, legt Techni hier die Textur auf unseren Alien hier drauf, auf unser Modell hier drauf. Und hier können wir jetzt schon sehen, passt die Textur. So habe ich das alles richtig gemacht von den Ausmaßen her und so. Ja, und hier sieht man es halt, ob das auch alles passt. Und bei mir passt es jetzt so und so möchte ich das Modell nehmen. So, zu guter Letzt gehe ich jetzt noch auf File und dann Export as Java und dann speichere ich die Datei jetzt einfach mal unter Alien Entity Alien.java und zack, speichern. Ihr könnt auch gerne noch euer Projekt speichern, falls ihr es mal irgendwann weitermachen wollt. Könnt ihr hier auf Speichern gehen und ups, nein, .techni. So. Und dann haben wir jetzt hier dieses Modell noch gespeichert und können es irgendwann weiter bearbeiten. Okay. Techni kann ich beenden. Und dann seht ihr hier, dass ich hier eine neue Java-Datei habe. In diesem Tutorial zeige ich euch jetzt nur noch, wie ihr diese Datei einfügt, aber wir werden jetzt noch nicht mit der Entity weitermachen, mit dem Animieren von den Beinen. Das kommt im nächsten Tutorial, weil es ist einfach ein bisschen zu viel noch wird, denke ich. Wir erstellen ein neues Package. Das können wir beispielsweise Model nennen. Und, ups, ja, das heißt ja nicht Entity Alien, sondern eigentlich Model Alien. So. Und dieses Modell ziehen wir jetzt hier in die comYouTube.model-Klasse rein. So, jetzt kommt da gleich mal so ein rotes, ekliges Kreuz, weil hier ein bisschen was nicht stimmt. Erstmal müssen wir hier natürlich die Package ändern. Dann müssen wir hier, die Klasse Model Alien passt ja schon. Wir müssen Model Base importieren. Wir müssen Model Renderer importieren. Warum das Ganze? Weil es ursprünglich eigentlich nicht für Forge gemacht ist, sondern für MCP. Und da geht man davon aus, dass die Klasse hier schon im Net Minecraft Client Model drin liegt. Aber gut, zurück zu hier. Hier sind noch ein paar Fehler drin. Und zwar haben wir hier zweimal einen Fehler. Einmal hier und einmal hier unten. Den können wir beheben, indem wir das importieren.
von NetMinecraftEntity. Aber dann gibt es hier unten noch einen Fehler. Denn wir müssen hier zu guter Letzt eine Entity noch übergeben. Hier in dieser Parameterliste. Da wir jetzt hier keine Entity herzaubern können, möchten wir, dass hier eine Entity übergeben wird. So, Entity. Und die wird dann hier gleich mit übergeben. Zack. Und dann meckert er auch nicht mehr rum. Passt alles. Aber dafür meckert er hier oben rum, weil wir jetzt nämlich hier noch eine Entity hinzufügen müssen. Doch praktischerweise wird hier gleich mal eine Entity übergeben bei dieser Render-Methode. Und deswegen können wir hier einfach diese Entity reinschreiben. So, das war das Modell. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Es war vielleicht ein bisschen lang, das Tutorial. Ihr konntet vielleicht auch ein bisschen überspringen dazwischendurch, falls es euch zu lang war. Ich wünsche euch jetzt jedenfalls noch viel Spaß beim Modellieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wo wir, denke ich, auch schon die Entity ein bisschen rumlaufen lassen können. Jo, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.